Die Sonne drückt auf Menschen und Tiere. Bei Temperaturen nahe 30 Grad sind die 175 Neusiedler in diesem Jahr unterwegs. Heute am dritten Tag geht die Strecke von Altgeringswalde nach Greifendorf. Gegen 10 Uhr war der Start und jetzt, kurz vor Mittag, ist Richzenhain erreicht. Zum 21. Mal in Folge haben sich die Mittelalter-Fans aus ganz Sachsen auf den Weg gemacht, um nachzugestalten, wie die Besiedlung der Striegestäler im 12. Jahrhundert etwa ausgesehen haben könnte. Die Spitze des Siedlungszuges hat jetzt den Niedermarkt in Waldheim erreicht. Vorn läuft Lokator Franco Beck. Er gehört zum Verein Historischer Besiedlungszug anno 1156. Zwischen den Pferden und den Planwagen laufen auch einige Kinder mit. Sie sind tapfer und wollen die 20 Kilometer lange Strecke täglich ohne zu murren durchstehen. Das Ziel am dritten Tag ist der kleine Ort Greifendorf. Einen Ruhetag gibt es erst am Donnerstag. Dann ist es nicht mehr weit bis nach Sachsendorf, wo das Stammlager des Vereins Historischer Besiedlungszug anno 1156 ist.